Leute, heute gibt es was ganz Besonderes. Rouladendekadenz. Und keine Zeit zu verlieren, fangen wir direkt an mit den Zutaten. Was brauchen wir? Wir brauchen ca. 6 bis 7 Zwiebeln, eine Stange Lauch, geschnitten, kommen wir nachher noch zu, 3 bis 4 Mohrrüben und natürlich, was sollte nicht fehlen, ein Knollensellerie. Und natürlich, zu Rouladen brauchen wir auch Rouladenfleisch. In meinem Fall 10 Stücke vom Feinsten. Einen halben Liter Rotwein, es kann auch 0,7 sein. Natürlich ein bisschen Senf, Soßenbinder, eventuell, ja, und vielleicht noch ein bisschen Speck. Pfeffer und Salz sollte auch nicht fehlen, allerdings in gemahlener Form. Ja, und jetzt geht's los mit der Zubereitung. Die Zwiebeln, die schneiden wir. Wir machen da kleine Schiffchen von so Vierteln oder Sechsteln. Das ist schon ganz okay. Wir brauchen für die Soße ungefähr die Hälfte der Zwiebeln. Es kann auch ein bisschen mehr sein. Den Rest brauchen wir für die Rouladen. Die Mohrrüben, die trennen wir von Kopf und Fuß und hobeln sie gleich klein. Achtung, ich benutze hier so einen V-Hobel oder irgendeinen anderen Hobel. Der ist sehr scharf. Schnittgefahr für die Finger, darum immer diesen kleinen Aufsatz benutzen. Besser ist das. Ich spreche aus Erfahrung. Nachdem die Wurzeln klein geschnitten worden sind, kommen wir zum Knollensellerie. Und wer kein besonders scharfes Messer hat, den kann ich hier einen kleinen Tipp auf den Wege geben. Schneidet den Sellerie mit einem Sparschäler für Kartoffeln oder Spargel. Damit lässt sich der Knollensellerie super gut befreien von seiner krustigen Haut. Wenn dann noch knorpelige Stellen überbleiben, einfach mit dem Messer rausschneiden. Und auch den Knollensellerie in Scheiben schneiden mit dem Hobel oder mit dem scharfen Messer. Das braucht auch nicht besonders fein sein, das wird nachher sowieso eingekocht. Der Lauch, da brauchen wir ungefähr eine Dreiviertel Stange. Und den schneiden wir einfach grob in Ringen. Hier braucht man nicht auf Feinheit zu achten. Wenn wir damit fertig sind, dann erhitzen wir ein bisschen gutes Öl in einer dementsprechenden Pfanne. Braten unsere Zwiebel, unser Gemüse, eigentlich alles, was wir an Gemüse geschnitten haben, braten wir hier jetzt einfach an. Und zwar so lange, bis es schön glasig geworden ist. Und eventuell so ein bisschen angeschmort ist, ein bisschen braune Ränder bekommt, damit das Gemüse so ein bisschen an Röstaromen aufnimmt. Natürlich nicht verbrennen lassen, das ist ja klar, denn es heißt ja Rouladendekadenz und nicht verbrannte Rouladensoße. Also hier ein bisschen aufpassen, anschmoren ja, aber nicht verbrennen. Und ja, das rühren wir jetzt ein bisschen um und warten so lange und kochen es so lange, bis es wirklich rundum glasig ist. Nachdem das Gemüse nun endlich glasig und knusprig geworden ist, kommen wir zum speziellen Teil, zum dekadenten Teil dieser Folge. Und zwar nehmen wir jetzt unseren kompletten Wein, und also unsere 0,5 bis 0,7 Liter, und füllen immer ein bisschen, so ungefähr 100 Milliliter, ins Gemüse, in die Pfanne hinein und lassen den Wein einreduzieren. Und zwar wiederholen wir das so lange, bis der komplette Wein im Gemüse einreduziert ist und die Pfanne fast trocken ist. Also es darf keine Pfütze von Flüssigkeit mehr unten in der Pfanne verbleiben. Es muss wirklich alles weg sein, so wie man das hier im Bild sehen kann. Das hier ist ungefähr ein halber Liter Wein. Eine reduziert aufs Gemüse. Und wenn wir damit fertig sind, dann kommt unser Gemüse in einem kleinen Mixer oder mit einem Zauberstab, je nachdem, was ihr habt, zusammen mit etwas Rinderfond oder auch gerne
Hühnerbrühe, je nachdem, was ihr da habt, Rinderfond wäre besser, wird es jetzt hier schön, schön zerkleinert. Wie gesagt, in meinem Fall sind hier noch 1,5 Liter Rinderfond und das komplette Gemüse in den Blender gelandet und der macht davon jetzt Kleinholz, denn daraus gewinnen wir nachher unsere leckere Soße. Wenn die Soße hier etwas zu hell ist, der kann sich behelfen, indem er da einfach etwas Tomatenmark hinzufügt, um die Soße etwas dunkler werden zu lassen. Ist nur fürs Auge, viele mögen eine dunklere Soße, mir ist das eigentlich egal, Hauptsache es schmeckt. In diesem Fall bleibt es hell, wegen dem ganzen Knollensellerie, der hat es eben halt in der Farbe hell geprägt. Ja, und was haben wir hier? Hier haben wir den Speck. Den habe ich vorhin gar nicht erwähnt. Und zwar haben wir hier ganz besonderen Speck. Und das ist Speck vom ungarischen Rosettenschwein. Das ist was ganz was Feines. Das ist was ganz Edles. Es ist ein super Geschmacksträger. Der muss in der dekadenten Roulade unbedingt verarbeitet werden. Natürlich. Wer es nicht findet im Kaufhaus, der kann auch ganz normalen gestreiften Speck nehmen. Aber wie gesagt, wir verwenden hier den ungarischen Speck des Rosettenschweins, was ja bekanntlicherweise nur von Haselnüssen und anderen Dingen, die gut für Schwein sind, lebt. Ja, also ein ganz toller Schinken. Und jetzt geht's gleich weiter. Ja, und jetzt geht es weiter hier mit der Dekadenz. Oh mein Gott, wir haben natürlich dekadente Gurkenhäppchen schon vorgeschnitten aus dem Glas. Das ist natürlich nur was für ganz reiche Leute, das kann sich nicht jeder leisten. Wir haben hier in diesem Fall keine Kosten und Mühen gescheut und haben hier den dekadenten Gurkentopf gekauft, ja. Und dazu brauchen wir noch ein bisschen dekadenten Senf und ein bisschen dekadentes Salz. Und natürlich auch noch dekadenten Pfeffer aus der frischen Pfeffermühle direkt gemahlen. Ha, Mann, so viel Dekadenz. Was soll bloß aus der Roulade werden? Sie wird wahrscheinlich sensationell gut schmecken. Und einige werden wahrscheinlich an der ganzen Dekadenz sich verschlucken. So mal im Ernst. Wer das alles nicht hat, der kann natürlich auch ganz normales Salz benutzen. Wie ich das getan habe. Ganz normalen Senf. Und natürlich auch ganz normal vorgefertigten Pfeffer. Ganz einfach, reicht auch. So, ihr blutigen Kochanfänger, ihr noch nie Rouladen gemachten Menschen. Jetzt geht's um die Roulade, um die dekadente Roulade. Und zwar geht's um die Füllung der Roulade und um das richtige Wickeln. Wie machen wir das? Das zeige ich euch jetzt. Ja. Die Roulade ist auf meinem Schlachtblock gestreckt worden, schön ausgebreitet. Was für ein wunderschön dekadentes Stück Roulade. Und jetzt wird es bestrichen mit Senf. Wer sich jetzt fragt, warum haut der da so viel Senf drauf, der hat einfach keine Ahnung. Denn es ist einfach so, dass auf der Roulade lieber mehr Senf sein sollte, als wie zu wenig. Denn davon bleibt nichts übrig. Die Roulade wird irgendwann, wenn sie fertig gewickelt ist und angebraten worden ist, kommt sie bei mir auf oder in den Bräter, in den Backofen für 2-3 Stunden zusammen mit der Soße. Und dann bleibt von dem Senf nichts übrig. Davon spürt ihr später nichts. Höchstens den Senfgeschmack, aber keine Schärfe oder auch nicht das Gefühl, irgendwie überwürzt zu haben, habt ihr nicht. So, belegt wird die Roulade hier mit Zwiebeln. Das sind diese Schiffchen, die ich ganz am Anfang im Film geschnitten habe. Ich muss zugestehen, ich habe dieses Rouladenrezept, dieses dekadente Rouladenrezept, auch das erste Mal gemacht. Und beim Belegen mit den Zwiebeln ist mir aufgefallen, dass die doch ein bisschen zu rund sind und somit zu viel Volumen haben und sich die schlecht wickeln lassen würde, die Roulade. Deswegen habe ich die Zwiebel einfach mal eben kurz platt gedrückt, so dass sie nicht so ganz gewölbt ist. Als nächstes kommt ein bisschen Salz und auch dort seid nicht zu geizig. Natürlich nicht übersalzen, ganz klar, aber auch nicht zu wenig, denn wir haben doch dekadente Rouladen. Jetzt kommt Pfeffer.
sieht in meinem Fall aus, als wenn es fürchterlich viel wäre und man könnte es nicht genießen. Auch dieser Pfeffer löst sich hinterher beim Köcheln in der Auflaufform wirklich fast komplett auf. Es ist kein scharfer Pfeffer in diesem Fall. Also keine Angst vorm Pfeffern, ihr verhaut das nicht. Nur keine Schwachsinnigkeiten, keinen Cheyenne-Pfeffer oder sonst irgendwas benutzen. Einfach gemahlenen schwarzen Pfeffer in der Schicht, so wie ich es gemacht habe, hinterlässt nur eine dezente Schärfe. Dazu die Gurke, wie auch im Bild zu sehen, einfach rübergelegt. Ach, und was soll ich sagen? Jetzt kommt natürlich der dekadente ungarische Rosettenschinken, hätte ich beinahe gesagt. Der Rosettenschwein, gestreiften Speck oder der Rosettenspeck, wenn man das überhaupt so sagen darf. Darf man das sagen? Rosettenspeck? Ja, und jetzt wird das ganze Viech eingewickelt und rundum eingewickelt. Dabei quetschen an den Seiten die Zwiebeln heraus. Aber das ist völlig normal. Die müsst ihr einfach wieder einführen in das Rouladenloch, wenn man das so sagen darf. Ja, es fühlt sich auch gut an. Und dann, wenn ihr das zusammengebaut habt, das Konstrukt, in meinem Fall benutze ich hier Stahlnadeln, weil Bindfäden habe ich keinen Bock drauf. Man könnte es jetzt natürlich mit Garn einwickeln, ich nehme Stahlnadeln, das gefällt mir besser. Und wer nichts Glitschiges an seinen Fingern möchte, der könnte in diesem Fall jetzt hier vielleicht noch Handschuhe anziehen. Ich brauche das nicht. Ich mag es, wenn es glitschig ist und ja. Und somit ist die erste Roulade fertig, schön gewickelt, die Reihenfolge habt ihr gesehen. Und jetzt habe ich noch 9 vor mir. Und das schauen wir uns auch mal an. Ja, im nächsten Schritt werden die Rouladen, die wir gerade frisch gewickelt haben, in einer Pfanne, und zwar der gleichen Pfanne, in der wir auch das Gemüse gebraten haben, angebraten, und zwar von allen Seiten, und zwar so gut wie möglich. Seid dort auch nicht zu zögerlich, lieber etwas brauner anbraten, als wie zu soft. Denn wir sind keine Softies, wir sind dekadent. Dekadent-Rouladen müssen halt von allen Seiten vernünftig angebraten werden. Sonst wären es, ich hätte beinahe gesagt, schwuchtelige Tomaten. Aber Tomaten machen wir nicht, wir machen Rouladen. Und schwuchtelig, mehr politisch unkorrekt, darf man ja heute auch nicht mehr sagen. Aber ich glaube, jede Schwuchtel hier im Land würde mir wahrscheinlich verzeihen, wenn ich ein spaßiges Video mache und einfach diesen Ausdruck benutze. Also nehmt das nicht alles so ernst und seid nicht böse. Ich will hier keine Spams und keine Shitstorm-E-Mails bekommen, nur weil ich ein bisschen lustiges Video mache und vielleicht der ein oder andere sich auf den Schlips getreten fühlen hätte können. Habe ich das richtig gesagt? Mir auch egal. Also, Rouladen angebraten von allen Seiten. Und das machen wir natürlich mit allen 10 in meinem Fall. Dauert ein bisschen. Und dann, wenn sie angebraten sind, jo, was machen wir dann? Das zeige ich euch gleich.
Nachdem jetzt alles fertig angebraten ist, habe ich meinen Rouladen in einer großen Auflaufform bzw. im Deckel eines großen 12 Liter Breters hineingelegt, der dafür perfekt geeignet ist, um diese Rouladen zu Ende zu braten oder zu Ende zu kredieren. Ja, ich weiß, was ihr jetzt denkt. Oh mein Gott, jetzt kommt da so ein gelber Schiss drauf, sieht aus, als wenn ein Inder Durchfall hat, weil er zu viel Curry konsumiert hat. Könnte auch ein Elefantenschiss sein, ich weiß es nicht. Sieht schon komisch aus. Leute, das liegt an den Knollensellerie. Ich weiß, es ist ein bisschen komisch, entfremdend die Farbe. Ich mische das jetzt hier auch noch mal ein bisschen mit Wasser, damit es ein bisschen flüssiger wird. Aber in dieser Soße muss tatsächlich diese dekadenten Rouladen müssen tatsächlich jetzt für circa 2-3 Stunden in den Backofen und da drinnen so bei 110 Grad schmoren. Ja, ohne Deckel. Ich habe dann anschließend, das habe ich leider nicht mehr gefilmt, weil ich einfach zu faul dazu war, muss ich ganz ehrlich zugestehen, noch ein bisschen Tomatenmark hinzugefügt und ein bisschen Soßenfarbe, was man zum Beispiel bei Realkauf kaufen kann. Denn ich bin wahrscheinlich nicht der Einzige, der eine Soße entwickelt, die farblich nicht zum Essen passt. Und man kann dann mit ein paar Tropfen so eine Art Lebensmittelfarbe die Soße einfach umfärben, geschmacksneutral. Kein Mensch weiß es, wer es auf den Tisch bekommt, der denkt, es wäre eine braune Soße, aber in Wirklichkeit ist sie gelb und ekelhaft aussehend zumindest, aber das ist sie nicht. Sie ist nur von der Farbe sehr eigenartig, muss ich zugestehen, aber geschmacklich monstermäßig dekadent. Denn wir haben heute dekadente Rouladen gemacht, Jungs. Dekadente Rouladen. Sowas gibt es nur Weihnachten. Sowas gibt es nur Silvester. Und auf einem Hochzeitstag von der Oma und von dem Opa, der seinen 80-jährigen Hochzeitstag feiert. Da könnt ihr trumpfen. Macht diese Rouladen. Ihr werdet Pluspunkte sammeln. Dekadentes Essen vom Allerfeinsten. Und damit verabschiede ich mich für heute mit diesem Video von euch. Ist ein bisschen lange, knapp 20 Minuten. Egal, wir haben Weihnachten. Zieht euch das Video rein. Und zum Schluss, Daumen hoch. Ich will einen Like sehen. Ich will einen Kanal-Abo sehen. Ich will alles sehen. Also gibt es mir. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Bis dann. Tschüss.